So Leute, wir haben es gerade früh am Morgen, das erkennt man eventuell vielleicht an der Sonne. Wir haben 6:30 Uhr. Ich habe noch nicht geschlafen und ich wollte einfach mal ja ein spezielles Video drehen. Kommt einfach mal mit, ich nehme euch einfach mal mit. Ich bin jetzt gerade im Garten und ich möchte euch mal eine Sache zeigen. Jetzt gerade im Sommer passt es ja, weil naja, weil halt jetzt Blätter vorhanden sind. Und zwar ist das hier, ja, der ist schon echt groß, muss man sagen. Und zwar ist das hier mein Baum. Da hängen auch schon fleißig Äpfel dran. Den habe ich 2011, nee, warte mal. Doch 2011, glaube ich, im Herbst oder lass es 2010 sein, eingepflanzt, selber, selbstständig. Ich zeige euch das einfach mal hier jetzt. Oh, es ist ein Brennnessel, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Den habe ich selber eingepflanzt mit einer Schaufel und der war noch ganz klein. Den habe ich damals vom Praktikum, wo ich war in der Baumschule, Baumschule, geschenkt bekommen gehabt. Und ich wollte euch das einfach mal zeigen, weil hat man mal wieder was Gutes für die Natur getan, ne? Und wie groß der einfach schon ist. Das ist einfach, das ist unglaublich. Der war mal ganz klein. Der wird in den nächsten Jahren, ich halte euch dann nochmal auf dem Laufenden, noch viel, viel größer. Man hat wieder was Gutes für die Natur getan, Leute, ne? Und ja, Bäume geben ja auch CO2 aus und das, ne, macht dann die Luft noch ein bisschen frischer und schöner und gesünder. Und ach, hier, ich kann mal kurz hier. Das ist aber unglaublich, hier hängt schon ein grüner Apfel. Sobald der abfällt, ist er reif. Und ich hätte jetzt niemals gedacht, dass hier tatsächlich auch Äpfel dran wachsen an dem Baum, weil vor ein, zwei Jahren war da daran noch gar nicht zu denken. Und ich bin einfach stolz auf mich, weil, naja, das ist halt mein Baum, den habe ich eingepflanzt, den habe ich geschenkt bekommen. Und es ist halt einfach die Natur, es ist halt einfach unglaublich, wenn man so, ja, wenn man dann so ein paar Jahre später nochmal, sag ich mal, nochmal hinguckt, wie groß etwas wird, wie etwas wächst. Natürlich. Und das ist halt einfach schön. Das ist einfach schön mit anzuschauen. Wir hatten da drüben auch mal bei meiner Oma eine Linde. Die war, ich kann euch das mal zeigen, bestimmt so riesig jetzt. Müsst ihr mal googeln, Linden, die sind echt gigantisch. Die ist leider verfault gewesen und dementsprechend wäre die dann eingestürzt. Die muss man abreißen. Aber ich wollte euch das einfach nur mal kurz gezeigt haben, weil ich bin auch so ein bisschen stolz drauf, auf diesen Baum. Denn ja, ich habe ihn halt selber eingepflanzt und wollte ich euch nur mal gezeigt haben. War ist jetzt mal was anderes und ich hoffe, das Video gefällt euch so. Ich werde dann auch gleich mal schlafen gehen. 6:30 Uhr läuft bei mir im Sommer. Ich stehe auch gerade hier mit Jogginghose und Schuhen und so und naja, gut. Ne, das ist jetzt mein Baum, wollte ich euch mal gezeigt haben. Ich bin voll stolz drauf. Und mal gucken, wie der in den nächsten Jahren aussieht, ob er dann nochmal größer wird oder. Naja, immerhin habe ich jetzt, ja, haben wir jetzt mehr frische Luft und Äpfel und was will man mehr und geil, cool.